Hallo, meine lieben Erdzeichen, herzlich willkommen alle Stiere, Jungfrauen und Steinböcke für euer Reading aus dem Tarot für die zweite Märzhälfte. Ja, meine Lieben, ihr seid jetzt die zweite Elementegruppe, die ich lege. Die erste waren die Wasserzeichen und da ich weiß, dass viele Wasserzeichen mit Erdzeichen in irgendeiner Konstellation verbandelt sind, muss ich euch gleich mal warnen, wenn das Wasserzeichen-Reading für dich als Wasserzeichen passend war und du schaust jetzt für ein Erdzeichen, dann wirst du sprachlos sein, ja? Ich war selbst sehr, sehr überrascht, denn ja, die Stimmigkeit zwischen der Wasserzeichen- und der Erdzeichenlegung jetzt ist so unfassbar. Ich bin jetzt ganz platt. Ich habe die Legung bereits gemacht, ich habe meine Meditation gemacht und ihr seht schon, wenn du die Wasserzeichenlegung gesehen hast, dass einige Karten hier wieder zu sehen sind, die wir gerade schon hatten. Und ich versuche euch jetzt einfach mal in Zusammenhang zu bringen, was ich wahrnehmen durfte. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt wirklich sich so ein bisschen auf diese Gruppe spezialisiert, ja. Also wenn du in irgendeiner Art und Weise mit einem Wasserzeichen zu tun hast, dann dürfte es stimmig sein. Es könnte jetzt aber sein, dass für viele von euch das jetzt dieses Mal nicht passt. Dann schau dir gerne noch deine Legung für den Aszendenten oder dein Mondzeichen an, wenn das dann vielleicht noch Luft- oder Feuerzeichen ist, ja, denn Erde und Wasser scheinen jetzt wirklich sehr, sehr intensiv verbandelt, zumindest energetisch in diesen beiden Readings. Ja, meine Lieben, ich habe hier eine Hauptenergie und zwar wollten zwei Karten gleichzeitig springen, der Narr und die Herrscherin. Der Narr, die allererste Karte des Tarots und wir haben hier auch die Welt, die allerletzte Karte des Tarots, die bei den Wasserzeichen in der Hauptenergie lag. Ja, der Narr sagt, du bist bereit für einen Neubeginn und zwar für einen absoluten Tabula Rasa Neubeginn. Der Narr ist so ein bisschen wagemutig, ja, der geht einfach los, der möchte, der ist leidenschaftlich, der sagt, was kostet die Welt, ich versuch's, ich wage den Sprung ins Unbekannte. Und dazu bist du entweder, wenn du jetzt eine Frau bist, in der Energie der Herrscherin, ja, die absolut genau weiß, was sie möchte, die ihre Ziele kennt, die sie sich vorgenommen hat, die gut für sich selbst sorgt, die sich ihres Wertes vollkommen bewusst ist, ja, und die jetzt wirklich die Kraft gesammelt hat, diesen Neubeginn zu wagen. Und es freut mich ganz besonders für die Erdzeichen, denn wir haben in dieser Legung wirklich keine Stagnation, ja. Und ich hatte ja jetzt gerade in den letzten Monaten immer diese Resonanzgruppe, die sich eben noch in stagnierenden Situationen befunden hat. Wenn du jetzt ein Mann bist oder für einen Mann schaust, weil ich weiß, es sind viele Frauen unter den Wasserzeichen, ja, die aber mit einem Mann, der sich in der Erdenergie befindet, zu tun haben, ja, dann könnte diese Kombination auch dafür stehen, dass sich quasi hier das Erdzeichen Männchen auf einen Neustart vorbereitet mit einer Frau in der Energie der Herrscherin. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber diejenigen, die es betrifft, wissen genau, was ich meine. Ja? Also das heißt, entweder du bist in der Energie der Herrscherin oder auch des Herrschers, ja, wenn du jetzt als Mann bist und hast aber kein Gegenüber, sondern es geht für dich um einen anderen Lebensbereich oder um deine Zukunft als Single, dann wird dir gelingen, in dieser zweiten Märzhälfte einen gewaltigen Schritt nach vorne in deinen Neubeginn zu machen. Aber es könnte sich auch darum drehen, dass du, und es ist jetzt speziell für die Männer gedacht, eine Frau im Kopf hast, die in der Energie der Herrscherin ist, ja, die also sehr in sich ruht, zu der du aufblickst, die für dich alles verkörpert, was du dir wünschst an einer Frau, an einer Partnerin und dass du bereit bist, mit dieser Dame einen Neustart zu wagen. Ich bleibe jetzt gleich bei der Gruppe, denn es fällt hier nämlich die Königin der Kelche. Wasserzeichen, wie ich sagte. Also,
Wenn du als Mann schaust und dich jetzt hier wiedergefunden hast, dass du eigentlich gern einen Neustart mit einer Frau in der Energie der Herrscherin machst, könnte es sich bei dieser Frau um ein Wasserzeichen handeln. Denn die Wasserzeichen hatten in ihrer Legung ähnliche Energien. Die Königin der Kelche liegt hier an der Position, da frage ich ja, was hat dich jetzt gegen Ende der ersten Monatshälfte gedanklich sehr beschäftigt? Und es liegt natürlich nahe, dass es hier um eine Kelchkönigin geht. Wenn du jetzt einen Mann als Gegenüber hast, nimm es als den Kelchkönig. Der lag bei den Wasserzeichen auf dem Rad der geistigen Welt. Also es könnte sich hier auch um eine Seelenpartnerschaft drehen, weil wir eben beides mal dieses Wasserelement haben und es lagen auch Seelenpartnerkarten in der Wasserzeichenlegung. Und ich habe hier das Gefühl einfach, dass sich deine Gedanken um einen bestimmten Menschen gedreht haben, ja, der in gewisser Art und Weise dein Wunschpartner ist, mit dem oder mit der du dir einen Neubeginn in deinem Leben vorstellen könntest. Denn für diesen Neubeginn fallen hier explizit die 8 Münzen, die ebenfalls in der Wasserzeichenlegung vorgekommen sind. Diese Karte zeigt, dass du sehr viel an dir gearbeitet hast, ja, die Erdzeichen, die Erdenergie malt langsam, ja, aber trotz allem, sie kommen vorwärts. Und viele Erdzeichen haben in den letzten Monaten extrem an sich gearbeitet, viele Dinge angesehen und sich immer wieder hinterfragt, lebe ich das Leben, was ich eigentlich führen möchte? Und es ist eine tolle Karte, die mir auch zeigt, dass du im weiteren Verlauf dieser zweiten Monatshälfte scheinbar an diesem Neubeginn arbeitest. Denn nicht umsonst liegt diese Karte jetzt direkt hier neben dem Narren. Der Narr blickt in Richtung 8 Münzen. Der Mann hier ist beschäftigt damit. Es könnte auch sein, dass es hier um berufliche Projekte geht bei dir, dass du für diesen Neubeginn vielleicht auch in beruflicher und finanzieller Hinsicht eine Basis schaffen möchtest. Ja, dazu würden auch gut die 7 Münzen passen, zu der ich gleich komme, hier zu dieser Karte. Könnte sein, dass du vielleicht sogar beruflich einen Neubeginn starten möchtest, ja, um dann vielleicht auch in eine Beziehung mit deinem Wunschpartner hier zu gelangen. Ja, also das wäre alles denkbar. Und wenn ich dann frage, wie entwickelt sich die Energie zum Monatsende, fallen die 7 Münzen. Man könnte jetzt sagen, ja, das ist ja die Vorstufe, da geht es wieder ein Schrittchen zurück. Ja. Und da möchte ich eben nochmal gleich diesen Satz bringen, langsam malen die Erdzeichen in ihrer ganzen Energie. Ja, da geht nichts hauruck, der Narr ist ja schon eine Wahnsinnskarte für die Erdzeichen, denn wie ich vorhin schon erwähnt habe, der braucht ja schon Power, Kraft, Wagemut, ja, für seinen Neubeginn. Aber hier sieht man schon, dass du dir ganz genau überlegst, welche Samen musst du jetzt setzen, um später deine reife Ernte einzufahren. Ja, das ist also eine Karte, die spricht für Wachstum, auch für Geduld. Ja, passt ja gut zu den Erdzeichen. Aber trotzdem, was ich an dieser Karte wunderschön finde, ist diese Energie der Sicherheit. Und du hast Zweifel losgelassen. Dieser Gärtner hier würde niemals daran zweifeln, dass aus seinen kleinen Pflänzchen, die er einst gepflanzt hat, wirklich wunderschöne, prächtige, große Pflanzen werden. Denn er weiß, er hegt und pflegt sie und vertraut vollkommen der Natur, ja, dieser Pflanzen und natürlich auch dem Klima, dem Wetter, dass daraus tatsächlich etwas Prächtiges entsteht. Und das ist eine tolle Karte. Denn die Erdzeichen waren ja in den letzten Monaten oftmals noch in dieser Energie des Zweifels. Ja, was soll ich tun? Da fielen oftmals die 2 Münzen, ja, oder die 2 Schwerter, der Gehängte. Aber mit dieser Legung, ja, nehme ich wesentlich mehr Entschlossenheit wahr und auch wirklich Willenskraft, ich möchte fast mal sagen, Nägel mit Köpfen zu machen. Das kommt mir hier bei dieser Karte in den Sinn, ja. Der Mann nagelt ja auch seine Münzen hier dann an diesen Balken. Also viele Erdzeichen kommen jetzt tatsächlich in ihre Kraft,
Nägel mit Köpfen zu machen. Und wisst ihr auch warum? Weil sie nämlich zunehmend auf ihre Intuition hören. Die Hohepriesterin fällt auf die Position, was kommt im Außen auf dich zu. Und meine Lieben, ich habe das in den letzten Erdzeichen-Readings immer schon mal angesprochen. Die Erdzeichen beginnen sich für ihre Intuition zu öffnen. Ihr nehmt mittlerweile wirklich Dinge wahr, ja, die ihr noch vor ein, zwei Jahren übersehen oder überhört hättet. Ihr beginnt auf eure Träume zu achten. Ihr hört mehr auf eure innere Stimme. Und ihr öffnet euch zunehmend für eure Spiritualität und für eure göttliche Führung. Und mit dieser Karte hier in der Position, ja, sagt mir die Legung eindeutig, dass ihr regelrecht überflutet werdet zurzeit mit intuitiven Eingebungen, mit Botschaften aus der geistigen Welt. Eure innere Stimme wird immer lauter. Wir hatten ja auch dieses Thema schon öfter bei den Erdzeichen mit eurer Gesundheit. Ja, je länger wir unsere innere Stimme ignorieren und uns vielleicht in Lebenssituationen aufhalten, die unserer Seele nicht gut tun, desto mehr fängt unser Körper an zu sprechen. Und viele Erdzeichen hatten in den letzten Wochen und Monaten mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Und mir kommt es vor, als würde einfach eure Seele immer lauter sprechen. Euch zieht es, mir kommt wieder nur dieses Wort in den Sinn, in ein Zuhause, das ihr bereits kennt. Ich komme gleich dazu. Ich möchte zu dieser Karte nur ein was noch erwähnen. Diese Karte steht im Übrigen stellvertretend für das Sternzeichen Fische. Passt jetzt sehr gut zum Wasserzeichen. Das heißt, wenn es für dich einen Fischemenschen, eine Fischefrau oder einen Fischemann gibt in deinem Leben, ja, der oder die vielleicht jetzt hier der Mensch ist, mit dem du dir einen Neubeginn vorstellen kannst, dann ist dieser Mensch für dich auch offen. Kommt vielleicht sogar auf dich zu oder deine Intuition zieht dich immer mehr in die Richtung dieses Menschen. Ja, so nehme ich es wahr. Und ich habe das Gefühl, dass genau bei dieser Herrscherin, bei diesem Menschen, wenn du jetzt in der Energie der Herrscherin bist, ja, dann musst du es umswitchen, dann ist es für dich der Fall, dass hier das Gefühl des Zuhause-Ankommens verbunden ist. Also der Narr, ja, hier fallen nicht umsonst in diese Legung die allererste Karte des Tarots, das ist die Null, ja, und die letzte Karte des Tarots, die letzte Karte der großen Arkane, die Welt. Das heißt, Anfang und Ende in einer Legung und zwar in deiner Energie. Du möchtest losgehen in einen Neubeginn, der dich gleichzeitig wo ankommen lässt. Ich hoffe, das macht Sinn. Beide Readings, sowohl Wasser als auch Erde, sehr spirituell. Ich versuche die Botschaften, die auf mich einprasseln, euch wirklich so gut es geht in Worte zu fassen. Ist nicht so einfach. Ganz hohe Energien. Vielleicht merkst du es auch, wenn du zuhörst. Die Welt liegt auf der Position deiner Hoffnung. Von Angst kann hier nicht die Rede sein. Allerdings nehme ich jetzt habe ich wieder so eine Blitzeingebung. Als ich gerade den Satz ausgesprochen habe, von Angst kann hier nicht die Rede sein, hat meine göttliche Mannschaft kurz den Zeigefinger erhoben und hat mir einen Impuls weitergegeben, den ich euch gern übermitteln möchte. Es könnte sein, dass trotzdem ein bisschen Angst mitschwingt, weil du etwas anderes zu Ende bringen musst, um in dieses Zuhause zu kommen. Ich höre gerade, jetzt gebe ich euch auch gleich so weiter, es muss etwas Altes zum Abschluss kommen, damit etwas Neues beginnen kann.
Oh, jetzt kriege ich Gänsehaut, meine Lieben, am ganzen Körper. Inklusive der Kopfhaut. Ich habe jetzt gerade was ganz Wichtiges gesagt, was für einige von euch essentiell ist in dieser Legung. Um diesen Neubeginn zu manifestieren, muss etwas Altes zu Ende gehen. Und du weißt bereits intuitiv, dass das so sein muss. Du arbeitest auch daran, weil du dir diesen Neubeginn sehnsuchtsvoll wünschst. Und du weißt auch, wenn du das Alte zu Ende gebracht hast, kann sich für dich etwas Wundervolles Neues ergeben. Und deswegen nehme ich die Welt jetzt im Nachhinein nach dieser Botschaft, und ich danke meiner Mannschaft dafür, dass diese Botschaft jetzt noch zu uns kommen wollte, nehme ich die Welt eigentlich als Hoffnung und auch Angst wahr. Denn ich habe das Gefühl, das, was hier noch zu Ende gehen muss, das wird eventuell schmerzhaft. Das, was hier noch zu Ende gehen muss, wird eventuell schmerzhaft. Aber es ist die Voraussetzung dafür, um diesen Neubeginn zu wagen. Ja. Ich frage hier oben nochmal, wie fühlst du dich, wie ist die Energie eventuell gegen Ende des Monats, spiegelt es immer mit dieser Position. Und es passt sehr schön mit den beiden Pagen. Der Page der Stäbe steht auch für diesen Mut, einen Neubeginn auf einen neuen Weg zu gehen, einen Neubeginn zu starten in deinem Leben. Ja? Der Page der Stäbe, der ist auch so ein bisschen wie der Narr, so ein bisschen unbedarft und sagt, ich mach's jetzt einfach, weil ich spüre, es ist das Richtige für mich. Und vor allem, was ich vorhin zu dieser Karte gesagt habe, er zweifelt auch nicht. Der Page der Stäbe, das ist eher einer, der folgt seinem Herzen, ohne den Kopf einzuschalten. Also da gleicht er eher dem Narren. Ja? Es taucht hier kein Zweifel auf. Und scheinbar entschließt du dich dazu, jemandem ein liebevolles Angebot zu machen, was natürlich jetzt hier an diese Kelchkönigin oder den Kelchkönig gerichtet sein könnte. Interessanterweise fiel diese Karte ja auch im Wasserzeichen-Reading an die Position, was im Außen auf dich zukommt. Also könnte es tatsächlich sein, dass dieses Angebot deinerseits an hier diese Kelchkönigin oder den Kelchkönig gerichtet ist. Und ich habe im Wasserzeichen-Reading schon gesagt, diese Karte macht ja manchmal so ein bisschen stutzig, weil man sich fragt, was ist denn in dem Kelch? Sind da wirklich wertvolle, kostbare Dinge oder erwartet mich vielleicht ein Fisch, ja, so ein glitschiger Fisch? Aber nachdem die 8 Münzen sowohl in der Wasserzeichenlegung direkt mit dem Pagen der Kelche gefallen sind und hier tauchen sie jetzt auch nochmal auf, unterstreicht es meine Intuition, die ich vorhin schon hatte, dass dieses Angebot ernst gemeint ist und durchaus Fundament hat. Ja? Denn das ist eine Karte, wie ich vorhin schon gesagt habe, da macht jemand Nägel mit Köpfen. Das ist kein Fake. Ja? Da ist nichts unwahr oder da liegt auch in der Legung keine Karte, die darauf hinweist, dass irgendwo Illusionen, Lügen oder Heimlichkeiten sind. Das sind alles sehr, sehr ehrliche Karten, die da fallen. Und es passt ja auch sehr schön hier, also es sind keine Ritter, es sind nur Pagen, ja, aber trotzdem macht hier jemand kleine Schritte, um wirklich diesen Neuanfang auf oder in trockene Tücher zu bringen, so möchte ich es eigentlich ausdrücken. Und wundervoll bringt die geistige Welt die Gerechtigkeit, ja, die lag bei den Wasserzeichen, ich glaube an der Position. Die Gerechtigkeit steht ja genau für Entscheidungen, die wir treffen. Und es geht auch in dieser Legung um eine Entscheidung. Denn wenn hier noch etwas zu Ende kommen muss, damit ein Neubeginn möglich ist, muss ja eine Entscheidung getroffen werden. Und mit der Karte sagt die geistige Welt als Ratschlag ganz klar, triff eine Entscheidung, indem du die Verantwortung für dich und dein eigenes Glück, dein eigenes Wohlbefinden übernimmst. Ja?
Hier geht es auch um das Ende von karmischen Zyklen. Vielleicht befindest du dich ja noch in einer alten Partnerschaft, ja, mit einem karmischen Partner oder in einer Beziehung, die einfach mehr von Abhängigkeit geprägt ist. Das hatten wir ja sehr oft jetzt in den Erdzeichenlegungen. Dann ist hier der Rat der geistigen Welt ganz klar, dass sich dieser Zyklus jetzt schließen darf, um dich wirklich hier auf einen ganz neuen Weg zu führen und vor allem auf einen Weg, der dir das Glück bringt. Ja, wundervoll an der Unterseite des Decks hier nochmal als Gesamtenergie das Ass der Münzen. Und ihr wisst ja, das ist ja für mich immer wie so eine Überschrift, die Hauptenergie und die Unterseite des Decks. Und wenn ich jetzt diese drei Karten anschaue, das Ass der Münzen, den Narren und die Herrscherin, dann bleibt mir wirklich nichts weiter übrig, als dir zu raten, zuzugreifen. Hier geht es wirklich darum, dass dein Glück vor der Tür steht mit diesem Neubeginn. Und ich muss wieder auf die Hohepriesterin zurückkommen. Deine göttlichen Helfer senden dir Zeichen und ganz tief in dir, intuitiv, weißt du bereits, dass hier dein Glück liegt. Nur wie gesagt, du musst scheinbar noch etwas zum Abschluss bringen. Das kam jetzt hier sehr deutlich raus in dieser Legung. Das Ass der Münzen, meine Lieben, ja, ist ja auch immer ein Symbol für deinen Selbstwert. Ja, hier kommt diese Hand, die ja deiner göttlichen Helferquelle entspricht sozusagen und reicht dir deinen Selbstwert in Form der Münze auf deiner Hand. Also damit erhalten wir ja nochmal die Bestätigung, dass es hier darum geht, eine klare Entscheidung für dich und dein höchstes Wohl zu treffen. Frag dich immer wieder, bin ich glücklich und erfüllt in meiner jetzigen Lebenssituation? Oder welche Situationen oder auch Personen darf ich hinter mir lassen, die mir vielleicht Energie rauben, die meine Lebensfreude, meine Lebenskraft blockieren? Und bei dem Wort Lebenskraft erhalte ich gerade nochmal den Hinweis auf die Gesundheit, ja, weil ich eben weiß, dass viele Erdzeichen in den letzten Monaten extreme gesundheitliche Probleme haben, ja, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Probleme, Hautprobleme, ja, das sind alles letztendlich psychosomatische Erkrankungen oder Anzeichen dafür, dass der Seelenweg schon eine Zeit lang ignoriert wird. Denn wir haben von der Natur aus, möchte ich mal sagen, einen sehr guten Kompass in uns, der uns immer zeigt, ob wir unserem Seelenweg folgen oder nicht. Immer dann, wenn du in dir einen tiefen inneren Frieden spürst und das Gefühl hast, ja, es kann im Grunde alles so bleiben, wie es jetzt ist. Ich fühle mich im jetzigen Augenblick wohl mit mir selber. Ich lebe das Leben, das ich mir vorstelle, oder ich bin auf dem Weg dahin. Kann ja auch sein, dass du irgendwelche Ziele verfolgst und du bist aber auf dem Weg dahin. Du hast diese Vorfreude und diesen Enthusiasmus bezüglich deiner Ziele. Dann folgst du deinem Seelenweg. Wenn du aber dich dauerhaft, ja, und da rede ich schon von ein paar Wochen, ja, schlechte Tage hat jeder mal, aber wenn du dich dauerhaft, also über mehrere Wochen oder sogar vielleicht Monate, immer wieder frustriert fühlst, vielleicht Angst hast vor der Zukunft, dich unwohl fühlst in bestimmten Situationen, dich energie- und kraftlos fühlst oder eben dann auch körperlich immer wieder die gleichen Probleme hast, die sich irgendwie so kreislaufmäßig immer wieder zeigen, dann darfst du davon ausgehen, dass du deinem Seelenweg nicht folgst. Ja? Und die Legung, ja, zeigt uns ganz deutlich, dass deine Seele, deine Intuition weiß bereits, dass du dich in einem Bereich deines Lebens auf ganz neues Terrain begeben musst oder wirst oder sollst, ja? Indem du nämlich eine ganz klare Entscheidung für dich und dein Glück triffst. Du selbst bist deines Glückes Schmied, ja. Du selbst entscheidest, ob du diese Münze hier annimmst und sagst, ja, ich habe das Beste in meinem Leben verdient.
Ich habe es verdient, erfüllt zu sein. Ich habe es verdient, meinen Herzenswünschen zu folgen. Denn gerade bei euch Erdzeichen ist es ja oftmals so, dass ihr aus Verantwortungsbewusstsein, ja, aus Gründen, die jetzt eigentlich genau das Gegenteil sind, wie eure Herzensenergie. Also da geht es oft um materielle Dinge. Es geht um das Ansehen in der Außenwelt. Was sagen die anderen? Ja, wie reagieren meine Freunde, meine Familie, vielleicht meine Schwiegereltern? Ja, wenn ich jetzt plötzlich meinem Herzen folge und aus meiner aktuellen Lebenssituation ausbreche. Ihr macht euch so viele Gedanken, wie wirke ich im Außen? Ihr macht euch Gedanken um eure Stabilität, um die finanzielle Sicherheit, dass ihr sehr, sehr leidensfähig seid. Ich würde fast aus meiner Erfahrung, auch mit den Beratungen, die ich mache, sagen, dass die Erdzeichen tatsächlich die leidensfähigsten sind. Ja? Ihr nehmt Dinge in Kauf, die würden andere nicht in Kauf nehmen, aber ihr macht es, weil ihr sehr verantwortungsbewusst seid, weil ihr ganz ungern andere Menschen vor den Kopf stoßt, weil euch wichtig ist, was andere Menschen von euch denken. Ihr seid sehr loyal, ja, ihr seid darauf bedacht, dass das auch so wahrgenommen wird nach außen. Und da ist es eben manchmal sehr, sehr schwer, wirklich eine Entscheidung für sich und sein eigenes Glück und Wohl zu treffen, auch wenn man dann vielleicht andere Dinge zum Abschluss bringen muss, ja, was eventuell auch mit Schmerz und Kummer verbunden ist. Ja, meine Lieben, sehr intensiv das Reading. Ich bin gespannt, schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie es für euch war, wie ihr es empfunden habt, die Energie. Vor allem interessiert es mich natürlich von denjenigen, die jetzt tatsächlich mit Wasserzeichen zu tun haben, denn ich habe das ganz selten erlebt, wenn überhaupt schon mal, dass zwei Readings so eng im Zusammenhang standen. Bin ich sehr gespannt. Besucht mich auch sehr gerne auf meiner Facebook-Seite und ich bedanke mich von ganzem Herzen für jeden Energieausgleich, der bei mir eingeht, für meine kostenlose Arbeit hier auf YouTube. Das freut mich sehr und ermöglicht mir natürlich auch, mir Zeit zu nehmen für viele Themenvideos. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Dann sehe ich, was interessiert euch besonders, dann mache ich euch dafür ein Video. Ja, jetzt wünsche ich euch natürlich eine wundervolle zweite Märzhälfte, hoffentlich mit einem schönen Frühlingsbeginn und eventuell mit dem Mut für den kompletten Neustart. Ja, meine Lieben, bis bald, eure Uli.